Willkommen zur Futsch auf Food News Folge 44 für den März 2023. Ja, es ist schon relativ früh, muss man sagen, aber der letzte Sonntag des Monats März ist halt sehr, sehr früh. Und darum gibt es heute schon Food News. Ja, Food News für den März. Es hat sich doch einiges zusammengetan. Ich habe sehr, sehr viele Bilder zusammengetragen und war selber überrascht, was da so alles angekündigt war, was da so noch kam, was spontan noch irgendwie aufgerufen wurde. Bei manchen ist es nur ein Update, wie immer noch irgendwas verändert. Aber ja, wir haben ein paar News zusammen und dann starten wir auch direkt rein. Und nächsten Monat wird es ja dann noch interessanter, weil da haben wir dann Food News und Food Messe. Das ist ja noch viel, viel interessanter, weil dann ist ja noch die Süßwarenmesse. Die ist ja dann Ende April, das könnte dann auch nochmal ganz interessant sein. Da bin ich mal gespannt, was ich da sehe. Da wird es dann wieder eine Sonderfolge der Food News geben, wie ich euch über die Messe mitnehme, entweder in ein oder zwei Videos. Mal gucken, wie viel Content es da geben wird. Ja, Food News, wir fangen an. Erstes Bild ist aufgetaucht, hat der Holger Münster bei Instagram, der auch hier der Holger immer ist, der kommentiert, bei Aldi mal gesehen, es gab von Mamba Lollis, also der bekannte Mamba-Geschmack. Nur in Lolli-Form, also war wohl kein Kaubonbon, sondern einfach nur der bekannte Geschmack von Mamba. Weiß ich jetzt nicht, habe ich mir jetzt nicht geholt, das ist jetzt überhaupt nichts, ich bin nur kein Lolli-Mensch, aber ja, gab es auf jeden Fall. Lolli sind der Sorte Kirsche, Orange, Erdbeere und Zitrone, würde ich mal sagen. Ist auch schön, dass ich mich versuche gerade zu ducken, weil das Bild da so einen Knick hat, aber es bringt ja gar nichts, wenn ich mich ducke. Ja, dann für euch weiter dabei, na komm. Gehen weiter. So, von Lidl gab es noch Crownfield, Einhorn und Dino Bites. Ja, knusprig gefüllte Frühstückskissen. Da hatte ich mich auf Instagram auch so ein bisschen ja, so geurteilt, wie ich halt kritisch bin. Es nennt sich knusprige Frühstückskissen. Also, dass man die zum Frühstück essen soll. Es ist aber eine Zuckerbombe en masse. Das hat nichts mit Frühstück zu tun. Das ist an sich ein Dessert. Also, wer morgens seinen Kindern Dino-Bites zum Frühstück gibt, weil er den getat hat, der hat mein Kind Magermilch, Joghurtcreme mit Erdbeergeschmack und Milch zu sich genommen, ist kritisch, finde ich, so ein Thema. Also, das als Frühstück zu nennen, naja, ist eine Zuckerbombe, könnt ihr euch aber holen, wenn er darauf steht. Aber seht es bitte nicht als Frühstück an. Esst es wirklich als Dessert nach irgendeinem Essen oder tagsüber, aber achtet da drauf. Es ist echt viel Zucker, was da drin ist. Sieht nur schön aus. Dann für euch neu. Müller, Milchreis, die limitierten Sorten sind da. Maracuja-Traum, Typ Pina Colada, Typ Zitronencreme und Typ Schoko-Kokos. Ab sofort im Supermarktregal eures Vertrauens bei Edeka und Kaufland wurden sie, glaube ich, komplett schon gefunden. Dann für euch neu. Kokos, Mango oder Berry Bowls. Das ist American Dream Bowls. Er hatte mich auf Instagram kontaktiert, ob ich seine Produkte mal vorstellen kann. Hat ihn mir jetzt auch zugeschickt. Wird auch bald nochmal einen Test geben. Das sind halt wirklich 100% pürierte Früchte. Da ist kein Schrott oder sonstiges drin. Ein bisschen Rohrzucker und da oben drauf noch ein Granola. Und ihr habt dann wirklich da eine richtige Bowl, so wie man es halt kennt, wie sich viele Leute das auch manchmal selber machen. Nur hier als fertiges Produkt. Ihr könnt es also so einfach kaufen und loslöffeln. Jetzt sind es noch 300 Gramm Becher. Da denkt man so, okay, das ist ja ordentlich, es ist echt viel, 300 Gramm. So ein ganzer Becher hat dann fast 700 Kalorien, weil halt so viel Früchte und Co. enthalten sind, da kriegst du die Nährwerte gar nicht runtergeschraubt. Er reduziert das jetzt nochmal auf 200 Gramm Becher mit 30 Gramm Granola und jetzt sind es halt 270 Gramm Becher mit 30 Gramm Granola. Also es wird nochmal 70% Frucht reduziert, dadurch wird der Preis auch günstiger, wird es aber dann vielleicht mit viel Glück auch bei Rewe und Co. geben. Weil da ist er schon in Verhandlung. Also ich finde das Produkt gut. Ich habe schon eine Sorte probiert, fand ich echt lecker. Ist eine schicke Sache. Ja, und jetzt machen wir mal weiter mit dem nächsten Produkt. Ich muss nur gucken, draußen fährt ja so eine Maschine heute rum, die hier Gullis reinigt und die ist relativ laut. Ja, Messmer Tee Latte. Ein Produkt, was es in vielen Ländern schon seit vielen, vielen Jahren gibt, weil gar nichts Unbekanntes ist. Das ist nämlich wirklich Tee mit Milch gemischt. Das kenne ich so, das habe ich auch schon mal meinen indischen Bekannten getrunken. Im Original sehr, sehr lecker. Ich hatte das als Chai-Latte bei Kollegen, Freunden mal getrunken. Super lecker, schwarzer Tee mit Milch. Ich hätte nicht gedacht, dass das schmeckt, aber du kannst halt diesen indischen Tee, den die da halt benutzt haben, nicht mit unseren deutschen Teesorten so insgeheim vergleichen. Das war echt eine coole Sache und kommt jetzt ganz normal ins Kühlregal in drei Versionen. Dann für euch neu von Mövenpick. Ja, stimmt ja gar nicht, von Cremissimo, nicht von Mövenpick. Strawberry Cheesecake Eis. Kann ich euch über mir einblenden oder da am Rand. Das habe ich für euch getestet. Ich finde es lecker, ist eine interessante Geschichte, auch mit dem Kekseis drin. Aber ja, schmeckt ein bisschen wie ein Spaghetti-Eis mit ein bisschen mehr Keks. Dann Hilcona Original, vegane Mozzarella-Alternative Pomodoro Pasta. Das ist eine vegane Pasta von Hilcona, die jetzt wieder da ist. Gefüllt mit einer veganen Mozzarella-Alternative, wie von Hand gemacht, mit Tomatendose drin.
Fand ich schon in der anderen Version lecker, wird hier, denke ich mal, genauso lecker sein. Dann für euch neu von DM Bio gibt es eine Frühlingsschokolade mit Joghurt-Bären-Mix oder einen Schokoriegel-Himbeer-Keks. Die gibt es von der Bio-Marke jetzt zur Osternzeit. Man kann auch sein, dass es die letztes Jahr schon gab. Ich habe sie dieses Jahr erst gesäckt. Und dann gibt es für euch die Jokolade Laminator. Das ist eine Zitronenschokolade, eine weiße Zitronenschokolade mit Crepes-Stücken, so wie ich es immer schön sage, also knusprigen Stücken drin, die richtig schön knuspern. Und gefärbt ist die Schokolade mit Pfefferminze, die aber keinen Geschmack haben soll. Ich habe nur ganz, ganz dezent ein bisschen Pfefferminze rausgeschmeckt, oder Minze besser gesagt. Ich finde sie super lecker für eine weiße Schokolade und ich esse selten weiße Schokolade. Ist die echt super. Also ich esse selten weiße Schokolade, weil es mir meistens nicht schmeckt, aber die schmeckt echt gut. Das muss man dir einfach lassen. Video habe ich, wenn euch oben mit eingeblendet. Dann für euch neu noch im März. Häagen-Dazs, das bekannte Eis, gehabt jetzt eine Pierre Hermé Paris Kooperation mit Macarons. Es gibt also das Macaron-Eis Double Chocolate Ganache. Das ist sogar mit gesalzener Zart-Bitter-Schokolade. Oder das Macaron Strawberry and Raspberry. Ja, findet ihr ab sofort im Supermarkt. 6,99 der Becher. Das ist schon eine Ansage. Dann für euch neu, jetzt auch von Oatly. Oatly hat ja schon mal veganes Eis gehabt. Habe ich ja für euch ja mal mehrere Sorten getestet. Kann ich euch oben auch wieder einblenden. Und die bringen euch dieses Jahr die Sorte Strawberry Confusion noch auf den Markt und Coffee Chaos. Das sind zwei vegane wirklich Eisalternativen. Die anderen fand ich echt schon sehr, sehr gut. Und zusätzlich wird es noch das Salted Caramel nochmal geben, aber in der Version mit 30% mehr Karamellsoße. Also sie haben auf das Feedback, wo viele Leute reagiert, dass es einfach zu wenig Karamellsoße war. Ja, wird aber jetzt umgesetzt. Dann für euch neu, Omoji Cookie Bros Eis. Ja, eine Kooperation. Das sind Eispralinen umhüllt mit Keksteig. Video kann ich euch über mir wieder einblenden. Super lecker, kann ich wirklich empfehlen. Ist wirklich mal was erfrischend anderes. Ich persönlich, eigener Geschmack, seht ihr auch im Video, findet die Version besser mit dem Kakao-Keksteig und dem Vanilleeis drin, statt andersrum. Weil bei dem anderen ist es der neutrale Keksteig. Und ich finde es mit dem Kakao-Keksteig irgendwie einen Ticken geiler. Aber eine leckere, neue Geschichte. Endlich mal was Neues. Dann für euch neu, angeblich im März, von Kopenhagen Wiese, Meistergenuss, Käse-Kirschkuchen, Apfel-Walnusskuchen und Nuss-Schokokuchen. Ich kann mir nicht ganz vorstellen, dass es die noch nicht gab, also gefühlt. Also bei den Käse-Kirschkuchen könnte ich mir vorstellen, ja, Kirschkuchen gab es schon mal jetzt mit Käse, das könnte neu sein. Aber dass es noch keinen Apfel-Walnusskuchen gab und keinen Nuss-Schokokuchen, da war ich so ein bisschen erstaunt. Aber angeblich ist es so gewesen. Dann für euch neu, habe ich bei DM entdeckt, Thea oder Chia, Taste of Bali, Orient, Frankreich oder India. Das sind ja Früchtetees, die ihr da ganz normal, oder Gewürztees, die ihr bei DM kaufen könnt. Sahen auf jeden Fall sehr, sehr schön aus. Zutaten sind auch super, alles Bio-Qualität. Vielleicht sind die ja was für euch oder ihr habt sie vielleicht schon probiert. Dann für euch neu von Wiesenhof, der Brutzler Chili Cheese ist jetzt da. Also dieses Jahr gibt es einen Brutzler mit Käse und Chili-Füllung. Den könnt ihr euch also zulegen oder Füllung. Da ist natürlich auch Hähnchenfleisch mit zwischen. Aber zusätzlich ist es halt noch Chili Cheese. Dann für euch neu Churros von den Cookie Bros. Video kann ich euch auch über mir einblenden. Habt ihr vielleicht noch gesehen, hatte ich am Donnerstag freigeschaltet, falls ihr das Video jetzt am Sonntag seht. Das ist auch neu von den Cookie Bros. Die wagen sich mal auf ein anderes Metier. Für mich bisher die besten Churros, die ich so probiert habe, aus dem Supermarkt. Es gibt ja einige Supermarkt-Churros. Lidl hat mal welche, Kaufland hat mal welche. Es gab auch mal bei, wo hatte ich die anderen gekauft? War das bei Aldi? Ich habe irgendwo mal auch welche gekauft. Schmeckt mir alles nicht so wirklich. Die hier gehen jetzt wirklich so in die Richtung, wie es sein sollte. Es ist noch kein perfekter Jahrmarkt-Churro-Kopie. Geht ja auch nicht, weil das Ding ist vorgebacken und gefroren und ihr wärmt es wieder auf. Das kann nicht eins zu eins schmecken. Es ist aber wirklich gut. Ihr müsst nur aufpassen, wie lange es drin lasst. Lasst ihr die ein bisschen zu lange drin. Also wirklich so 30 Sekunden zu lange im Toaster oder im Backofen. Dann wird die außen zu kross und dann schmeckt es nicht mehr. Dann ist das Ding trocken. Ihr müsst wirklich aufpassen, dass es außen leicht angewärmt ist und innen drin noch richtig schön saftig. Dann schmeckt das wirklich gut. Und dazu dann Zimt und Zucker oder einen Aufstrich, das, was ihr wollt. Also ist echt eine gute Sache. Dann für euch neu. Frosta hat jetzt Veggie-Burger, also Fischburger, Veggie-Fischfilets, Veggie-Schlemmerfilet und Veggie-Fischstäbchen. Jetzt sagen einige, hä? Frosta hat doch auch Fisch vom Feld. Ja, die Marke Fisch vom Feld wird es bald nicht mehr geben, hat sich Frosta also dafür entschieden, das zu trennen und wird alles unter der Eigenmarke Frosta neu und vegan Veggie-Fisch rausbringen. Ist an sich das gleiche Produkt, angeblich mit einer leichten Rezepturanpassung. Ich bin gespannt, ich werde es auf jeden Fall nochmal ausprobieren, wenn ich die Sachen dann sehe. Soll es dann auch ganz normal da geben, wo ihr die früheren Fisch vom Feld Produkte auch gefunden habt. Das wird also Edeka und Famela sehr, sehr stark sein, weil die hatten die Produkte immer und manchmal ein bisschen Rewe. Ja,
Dann für euch neu, wurde mir zugeschickt, das Foto, gibt es von Monte jetzt angeblich Eiscreme in Deutschland. Monte Eiscreme im Becher und Monte Eiscreme am Stiel und in der Waffel. Gibt es angeblich bei den ersten Edeka-Märkten. Gab es jetzt lange Zeit nur in Tschechien, jetzt auch in Deutschland. Oder Polen kann sein, aber jetzt auch in Deutschland. Wenn ich sehe, nehme ich sicher mal mit. Aber bisher noch nicht entdeckt. Dann für euch Lick Flavored Baileys. Das sind Eispralinen mit Baileys-Kernfüllung. Das ist wirklich eine Eispraline mit Vanilleeis umhüllt. Also es ist Schokolade, im Inneren dann Vanilleeis und im Inneren ist nochmal ein Baileys-Kern. Die Dinger, also wirklich Alkohol, gibt es in den ersten Filialen in Deutschland. Müsst ihr aber gucken. Müsst ihr mal auf die Seite gehen von Lick. Da gibt es einen Store-Finder auch für Deutschland. Und da seht ihr, wo ihr diese Eispralinen bisher bekommt. Die Marke ist also ganz, ganz neu, kommt aus Belgien. Aber die hat es in Deutschland noch ein bisschen schwer natürlich. Aber wer Fan davon ist, ist sicher nicht schlecht. Sieht schon lecker aus, muss man einfach sagen. Und Baileys geht immer. Auch wenn ich selten Alkohol trinke, aber Baileys kann man mal trinken. VioLife hat einen neuen veganen Proscogliano, keine Ahnung, ein Parmesanersatz. Parmesan oder Pecorino-Ersatz, keine Ahnung, was ist für einer? Also ich habe die Sorte so noch nicht gehört. Jedenfalls gibt es einen neuen veganen Ersatz von VioLife für euch auf Kokosnussbasis und mit Vitamin B12. Dann für euch neu, Merci. Merci hat jetzt seine Joghurt- und Fruchtsorten im Handel. Ich werde sie mir jetzt nicht kaufen, aber vielleicht habt ihr sie schon probiert in der Sorte Joghurt-Erdbeere, Joghurt-Kirsch, Joghurt-Heidelbeere und Joghurt-Himbeere. Weiter geht's. Müllermilch hat die neue Müllermilch-Saison Strawberry Cheesecake für euch ab April und die neue Sorte Cookies and Cream. Ja, Cookies and Cream diesmal aber mit dem hellen Cookie, nicht mit dem dunklen Cookie, der ja sonst immer so beliebt war. Hier gehen sie mal auf den hellen Cookie zurück. Oh ja, und Strawberry Cheesecake wird, denke ich mal, auch schmecken. Also ein bisschen Frischkäse-Flair drin mit Erdbeere und Milch. Das kriegt man, glaube ich, gut umgesetzt. Und es gibt noch ein Comeback. Die Eiskaffeesorte kommt wieder. Einige haben schon mal geschrieben, hä, die war doch gar nicht weg. Die gibt es bei mir immer noch zu kaufen. Ja, das kann sein, dass ihr Restbestände habt in eurem Supermarkt. Jetzt kommt sie aber wieder, limitiert à la Eiskaffee, auch nochmal wieder im Handel und bleibt euch ungefähr bis September so im Handel. Und dann müssen so nach und nach die neuen Editionen wieder kommen. Dann für euch neu ab April. Harry Potter wird es geben mit Kinderjoy. Ja, das hat Word of Sweets angekündigt. Es wird ein Kinderjoy geben mit Harry Potter Pop-Heads. Heißt das Pop-Heads? Ich sammle diese Figuren nicht. Aber es wird Harry Potter Pot-Heads geben. Mit einem kleinen Harry Potter drin oder einem kleinen... nicht Gandalf. Gandalf ist Herr der Ringe. Ich kam mich gerade nicht drauf. Naja. Ich gucke zwar ab und zu Harry Potter, das ist mal, wenn du so viele Serien guckst. Wenn du Herr der Ringe guckst, dann guckst du wieder Star Trek, dann guckst du Star Wars, dann guckst du wieder da was. Irgendwann vermischt man die ganzen Figuren. Aber ja, wird es auf jeden Fall geben. Dann gibt es von Salos auf jeden Fall für euch neue Lakritz, softer Lakritz mit Kaffeefüllung. Also eine Mischung aus Lakritz und Kaffee in soften Genuss. Dann wird es von Milram für euch einen neuen veganen Aufstrich geben, nämlich auf Erbsenproteinbasis. Das finde ich mal interessant, weil sonst ist es immer auf Kokosbasis und so ein Kram. Jetzt kommt Milram aber und sagt, hey, wir machen jetzt Aufstrich auf Erbsenbasis. Das könnte vielleicht endlich mal was anderes sein in dieser ganzen Erbsenprotein- und Aufstrichbasen-Geschichte, weil dieses Kokosfett, das schmeckt immer gleich, finde ich. Und so hast du wenigstens mal was anderes. Mal gucken, was es kann. Gibt es dann den Paprika und Frühlingsstreich, wie gesagt, und Natur. Dann für euch neu von Seeberger. Seeberger bringt euch jetzt zu seinen Nussmischungen auch noch Haferriegel. Nämlich in der Sorte Zartbitter, Vollmilchschokolade, weiße Schoko-Erdbeere, Apfelkürbis und Anis und Apfelschokolade-Erdbeere. Weiter geht's. Bratmaxe hat für euch auch noch eine neue Bratwurst. Nämlich gibt es die Bratmaxe Mexican Spice. Ja, es wird eine mexikanische scharfe Würzung geben aus Paprika und Jalapeno. Oder Jalapeno, ich sage immer gerne Jalapeno, weil ich das schöner finde. Aber es ist Geschmackssache. Ist für mich jetzt nichts. Ich kaufe meine Wurst meistens beim Bauern. Da ist auch nicht immer so ein Schnickschnack drin. Da kriegst du meistens wirklich nur Wurst. Und dann, wenn du Bock hast, noch ein bisschen Käse drin und mal ein paar Gewürze drin. Aber halt so eine richtige Bauernbratwurst. Die schmeckt einfach nochmal geiler als die Industriebratwürste. Kosten aber auch mehr. Dann für euch neu, von Pop Feinkost wird es neuen Coleslaw geben, nämlich einen roten Coleslaw, amerikanische Art. Und das ist geil, der Satz darunter, mit deutschen Rotkraut. Ich finde das so geil. Roter Coleslaw, amerikanische Art, mit deutschen Rotkraut. Das ist so, dass das da nochmal extra draufsteht. Ich finde das so vom Satz manchmal gewagt. Ich und meine Freunde hatten schon Spaß, als wir das gelesen hatten. Ja. Dann neu für euch, Meckle Roasted Paprika Baguette wird es geben. Es wird also ein neues Kräuter oder ein neues Baguette geben mit gerösteter Paprikabutter. Mal gucken, was es kann.
An sich gehen die immer klar. Kann man sich aber auch schnell selber machen, wenn man wirklich will. Kannst auch ein Baguette kaufen, schneidest das halt auf. Kannst auch diese rohen Dinger kaufen, die es da gibt, aus dem Supermarkt. Die kannst du auch aufschneiden, stopfst da die Butter rein, die du rein haben willst, schiebst in den Ofen, hast das Gleiche. Wir kaufen uns aber meistens die. Selbst ich mache das, weil ich manchmal auch einfach nicht drüber nachdenke. Mit, mach's dir selbst. Es ist halt manchmal so. Man denkt da manchmal nicht drüber nach. Dann für euch neu. Ja, ein Produkt, das habt ihr am Freitag bei mir gesehen schon. Ei aufs Brot, wenn ihr das gesehen habt. Dieses ekelhafte Zeug als Ei. Ja, das wird es jetzt bald von Aoste, vielleicht aussieht, im April nochmal geben. Kann aber auch im Mai sein. Aoste Omelettscheiben. Ja, da gibt es dann kein Ei aufs Brot, sondern Omelett aufs Brot. Mit Tomate, Paprika, Zwiebeln, Käse. Süßkartoffeln, Champignons und Spinat. Oder Speck, Champignons und Käse. Weiß ich nicht. Könnte vielleicht besser sein als dieses Ei aufs Brot, aber das Ei aufs Brot war echt eine Katastrophe. Hier ist es dann wenigstens Eier aus Freilandhaltung, also genau das, was ich negativ angesprochen habe, auch bei einem anderen Produkt. Und es sieht ein bisschen besser aus. Es sieht jetzt nicht aus wie eine komplett gebundene Masse, sondern wirklich so ein bisschen, ja, mehr Omelette-Style. Mal gucken. Ist relativ neu. Mal gucken, ob es wirklich im April kommt. Vielleicht kommt es auch noch später. Dann für euch neu. What a Fanta beginnt wieder. Es wird also bald wieder die Sorten losgehen. Ach, was schmeckt die lilane Fanta? In England läuft dieser Test schon, ich glaube in Holland auch schon. Und die Geschmäcker springen wohl von Erdbeer mit Sahne und also soll wohl relativ fruchtig dieses Jahr sein und nicht irgendwas Komisches, was wir schon mal hatten, mit so ganz ekelhaften Geschmäckern, wo die Kombination überhaupt keinen Sinn macht. Ja, mal gucken. Aber dann sieht man wieder, ich bin auch jedes Mal erstaunt, dass die Leute darauf so abgehen, auf das Thema, was die uns halt verkaufen können. Die können uns halt eine lilane Fanta verkaufen, die nach Erdbeere und Sahne schmeckt. Was überhaupt keinen Sinn macht. Das ist einfach nur Aroma und Süßstoff. Und die Leute finden es geil. Und du tust ja an sich ja nur Aroma und Süßstoff. Du trinkst nicht das Produkt, was es ist am Ende. Also an sich ist es auch ein bisschen gruselig. Mal gucken. Startet jetzt wieder. Mal gucken, was die Deutschen rausfinden werden. Wenn ich sie sehe, werde ich sie, denke ich, auch probieren. Aber bisher konnte mich noch keiner Worte Fanta überzeugen. Dann für euch neu, im April oder Mai, Cocktail 43 mit Kokosmilch enthalten. Ja, dieser Cocktail 43, der aus Spanien ja kommt, aus der Ecke, bringt euch jetzt schon mal einen vorgefertigten Cocktail mit Kokosmilch drin. Könnt ihr dann aus der Dose direkt lostrinken, eisgekühlt für unterwegs, zu Hause, im Garten, so wie ihr möchtet. Und müsst das nicht selber mischen, falls ihr da keine Lust drauf habt. Ja, dann ab Mai, Müllermilch, Fruchtbuttermilch ist wieder da, in der Sorte Wassermelone, Erdbeere, Mango, Papaya, Heidelbeer, Banane und Ananas-Maracuja-Kokosgeschmack. Dann wird es für euch noch von einem freche Freunde ein Kids-Produkt geben, nämlich Knuspermüsli, Schoko-Chip-Pops und Zimt-Pops. Alle dann ohne Zusatzstoffe und nur mit Reissirup gesüßt. Reissirup ist natürlich am Ende auch Zucker natürlich, aber ein Produkt, was auf sich mehr auf Kinder spezialisiert, wo aber wirklich der Fruchtanteil auch eine höhere Rolle spielt und der Zuckeranteil weniger ist als bei den üblichen Produkten. Das finde ich ja schon mal sehr, sehr gut. Dann für euch neu, da habe ich jetzt März drin stehen, sollte aber eigentlich Mai sein. Dr. Oetker Erdbeerzeit Spaghettikuchen, Maulwurfkuchen, Tiramisu-Schnitte und Windbeutel. Diese vier Backmischungen werdet ihr ab Mai ganz normal finden, passend zur Erdbeerzeit und soll es bis zum Ende der Erdbeerzeit dann auch geben. Dann könnt ihr euch, falls ihr das nicht selber könnt, über eine Backmischung euch diese Sachen zubereiten. Spaghettikuchen sieht aber geil aus. Ist kein Spaghetti-Eiskuchen, nur ein Spaghettikuchen. Dann für euch neu, von World of Sweets angekündigt, es wird Leibniz Cream wieder geben und diesmal mit der Sorte Joghurt Strawberry, also Erdbeer und Joghurt, also ein bisschen Joghurette-Style, nur aus Keks. So könnte man es einfach mal schnell sagen. Ja, mal gucken, was das kann. Dann gibt es ein Comeback von World of Sweets angekündigt. Balsen bringt seine ohnegleichen Kokos wieder zurück. Merkt euch das Thema Balsen, das kommt am Ende des Videos nämlich nochmal in den Mogelpackung. Dann von World of Sweets angekündigt, als limitierte Edition wird es jetzt bald das Nippon Puffreis-Schokolade, weiße Schokolade geben. Also ein Nippon mit weißer Schokolade. Nach der Zartbitter-Version gibt es also jetzt die nächste Nippon-Variante. Dann für euch neu, wir sind jetzt schon im September 2023, wird es nämlich die Wavi-gefüllten Schokomandys geben. Kleine Schokoladenmänner gefüllt mit einer Lebkuchengeschmacksfüllung. Bin ich mal gespannt, was das kann. Sieht auf jeden Fall putzig aus. Dann von World of Sweets angekündigt, wird es zum Herbst hin auch das Nestle Yes Lebkuchen-Style Törtchen geben. Ein Yes-Törtchen mit Lebkuchengeschmack. Vielleicht kann ich das auf der Süßwarenmesse schon probieren, weil meistens ist das da schon da. Ich bin mal gespannt, ob das überzeugen kann. Aber an sich ist die Kombi relativ einfach, wenn sie nicht nur Lebkuchen-Gewürz, also sie haben Lebkuchen-Style geschrieben. Ne? Ich hätte es geiler gefunden, hätten sie die Kuchenschnitten, die da drin sind, die beiden Schichten, eine davon aus Lebkuchen gemacht. Dann wäre das, glaube ich, richtig geil. Jetzt ist es natürlich nur ein dunkler Boden, wird es nur sein, mit einer Lebkuchen-Gewürz-Creme. Mal gucken.
Dann der Artundo-Shop hat schon was entdeckt für euch für Weihnachten. Es wird kleine Kinder-Mini-Friends-Schokomänner geben, also kleine Kinderschokoladen-Schokoladenmänner. Und zusätzlich wird es dieses Jahr das erste Mal auf dem Artundo-Shop angekündigt, einen Weihnachtsmann von Duplo geben, den Duplo-Weihnachtsmann. Ja. Dann sind wir durch mit den Food-News an sich. Jetzt gibt es noch ein paar Fach-News, wie es sich hier immer so schön nennt, und auch Muggelpackungen. Einmal für euch, habe ich euch vielleicht schon als Video gezeigt, in meinem Food-Talk, wenn ich noch einblenden kann, über mir blende ich noch mit ein, also Real-Talk. Nestle steigt bei Y-Food ein. Ja, falls ihr Y-Food-Produkte gekauft habt oder regelmäßig kauft, da gehört jetzt Nestle zu. Ihr unterstützt natürlich jetzt damit den Nestle-Konzern parallel. Das ist für einige ja No-Go, das ist Geschmackssache. Ich persönlich kaufe auch ab und zu mal Nestle-Produkte. Ich habe jetzt nicht so diese Eigenschaft, dass ich sage, ich kaufe es nicht, weil das geht das und das nicht, weil dann kannst du viel, ganz viele andere Sachen am Markt auch nicht mehr kaufen, egal von welcher Firma. Also jede Firma hat Dreck anstecken. Also wenn man sagt, hey, ich freue mich über den Duplo Weihnachtsmann, aber ein Y-Food mit Nestle finde ich doof. Naja, Kinderschokolade ist Kinderarbeit, Sklavenarbeit, Palmfett und. An sich auch total negativ, aber das wird positiv gesehen. Also da muss man schon seine Abstriche machen, aber für die Leute, die es wichtig ist, Nestle ist bei Y-Food eingestiegen. Dann für euch noch was. Hatte ich auch ein Video zu gemacht, wenn ich es einblenden kann, bei mir verlinke ich es noch. Es war ein Kurzvideo. Wiglays, Spearmint, der Kaugummi in Streifen, der in einzelnen solchen kleinen Alufolienpäckchen eingepackt war, wird eingestellt. Mars nimmt ihn komplett vom Markt, da er leider nicht mehr gekauft wird. Der wird zu wenig von den Konsumenten angenommen. Die Leute kaufen meistens nur den Kaugummi in der Dose. Damit verschwindet jetzt ein Kultprodukt meiner Kindheit komplett vom Markt. Das war früher so cool, dieses Ding. Ich habe das früher so gerne gekauft, aber selbst ich kaufe es nicht mehr. Dann ein Foto, was, glaube ich, der Artundo-Shop auch gemacht hatte. Knoppers bringt euch die Sorte Black and White, Erdnuss und Joghurt jetzt dauerhaft in den Handel. Die wird es also jetzt dauerhaft geben und nicht nur als limitierte Auflage, wenn es das mal so ist. Für die Erdnuss-Fans natürlich geil. Meine Freundin feiert die Sorte Erdnuss und die Sorte Joghurt kommt jetzt erfrischend in den Handel. Soll danach aber auch dann dauerhaft direkt da bleiben. Dann für euch noch neu, das Vegan- und Vegetarisch-Logo wurde verändert. Das heißt also, das Vegan-Logo, das bleibt so, wie es ist. Dieses gelbe Vegan-Logo mit grüner Schrift, wo Vegan steht. Das Vegetarisch-Logo, das wird jetzt aber optisch verändert, weil das ja relativ ähnlich immer aussah, nur dass unten drunter Vegetarisch stand. Das wird jetzt mit einem grünen Hintergrund sein. So könnt ihr direkt sehen, grüner Hintergrund, Vegetarisch, ohne den Hintergrund, Vegan. Dass das nochmal ein bisschen klar gekennzeichnet wird. Nur ein bisschen blöd, wenn der Hersteller natürlich eine grüne Packung macht. Dann siehst du das auch nicht so gut. Hätte man vielleicht doch irgendwie anders kennzeichnen können. Oder das Logo vielleicht irgendwie verändern, dass die Pflanze da drin nicht die gleiche Pflanze ist. Also vegan ist jetzt gelb auf grün, grün auf gelb und vegetarisch ist gelb auf grün. Naja, so wird es bald aussehen. Dann für euch noch zwei Mogelpackungen und dann sind wir, glaube ich, durch. Genau, einmal Mogelpackung des Monats März ist Tuck. Baked Rolls von Mondelez. Ja, Tuck wurde nämlich übernommen von Mondelez. Also nicht von Tuck selber, Tuck selber gehörte schon länger dazu, aber die gehörten vorher zu einem anderen Konzern. Und da ist jetzt ein Riesen passiert, nämlich Tuck Baked Rolls 127% teurer. 127%! Nicht 50% teurer, 100% teurer, 127% teurer. Das ist so kackendreist. Egal, der Vorgänger war nämlich 7 Days. Angeblich sind jetzt die Rezeptur und die Nährwerte verbessert worden, optimiert worden. Die sind aber 1:1 identisch. Dann ist die 150-Gramm-Packung jetzt bei Rewe für 1,89 Euro drin. Früher gab es aber die 250-Gramm-Packung für 1,39 Euro. Und es wird 1:1 weiter bei Rewe verkauft und Co. Und gehört alles weiterhin zum gleichen Konzern. Es ist einfach nur der Name geändert worden und die haben einfach noch Weißaufschlag draufgeknallt. Und jetzt frage ich mich, wo kommt dieser Unterschied her? Es ist gebackenes Brot. Es ist nicht so, dass Brot so viel teurer geworden ist im Verhältnis. Aber das ist so richtig kackendreist. Nee. Und dann natürlich, kleiner kommt teurer, Balsen-Waffeln im neuen Gewand. Die Balsen per Reptun, haben jetzt ihre Packung angepasst. Nach 2 Jahren hat also Balsen gesagt, hey komm, diese große Packung mit weniger Inhalt, da machen wir jetzt nicht mehr. Wir machen jetzt eine kleinere Packung, das ist fairer. Ja, das heißt aber, durch diese Anpassung wurde nochmal was verändert und ja, am Ende ist es einfach traurig, weil es war ja vorher schon teurer geworden. Ne? Früher waren es halt 130 Gramm, dann waren es 97 Gramm, das waren 86% teurer, haben es aber in der alten Packung gelassen und jetzt haben sie es in die neue Packung getan, haben Preis und Co. aber trotzdem so gelassen. Also wo kommt immer noch dieses 68% Preisunterschied her? Also wo kommt das immer noch her? Die Packung ist doch jetzt auch kleiner und günstiger sogar, die Packung. Also warum wird jetzt immer noch begründet, dass das Produkt so teuer ist? Das ist echt schade. Aber naja, so ist es. Was will man machen?
Ihr entscheidet es am Supermarktregal. Das ist immer das Einzige. Ihr könnt selbst entscheiden. Falls ihr eins von diesen ganzen Produkten sucht oder noch nicht gefunden habt oder andere Produkte, die ihr hier vielleicht ab und zu auf meinem Kanal mal seht, ich poste ja genug an Produkten, und ihr findet die nicht im Supermarktregal. Manchmal kommt die Frage, oh, wo kann ich denn das kaufen und Co. Meistens könnt ihr das in jedem Supermarkt kaufen. Geht einfach zu eurem Supermarkt hin und sprecht die Leute darauf an. Viele Supermärkte wissen nicht, dass es eine Neuheit gibt. Das ist nicht so wie bei mir, dass die sich den ganzen Tag damit beschäftigen. Da gibt es einen Chefeinkäufer, der kauft die Produkte ein. Manchmal kauft der Supermarkt sogar die Produkte selbst ein. Der weiß aber manchmal nicht, dass es jetzt Churros gibt oder dass es jetzt Eispralinen mit Baileys gibt. Das hat er woher? Das sehen die nicht. Die folgen jetzt nicht alle uns Food-Influencern und gucken, oh, was haben die denn wieder für Neuheiten und so entdeckt und sind in jedem Presseportal angemeldet. Die gucken meistens, was kommt im Newsletter von der Firma oder vom Unternehmen. Oh, siehst du vielleicht im System mal was aufploppen. Aber dann haben die gar nicht gesehen, ey, guck mal, das ist neu und das ist neu. Oh, das könnten Kunden interessieren. Da ist die Nachfrage groß. Das kriegen die manchmal gar nicht so mit. Da müsst ihr manchmal ein bisschen Eigeninitiative zeigen. Das ist jetzt nicht böse gemeint. Aber sprecht den Markt ruhig drauf an. Wenn ihr da jemanden seht, Marktleiter oder so. Man kann auch anrufen in Märkten heutzutage. Man kann wirklich nachfragen. Dann guckt wirklich einer im System und guckt, ob er sowas bestellen kann. Und dann bestellt er das auch manchmal. Dann kann er sagen, komm, ich bestell mal 10 oder 15 Packungen. Einfach mal so. Und er sagt dann, hey, das kommt dann nächste Woche Dienstag. Da müsste es geliefert worden sein. Dann könnt ihr vorbeigehen am Dienstag, Mittwoch und könnt es kaufen. Und je mehr Leute das natürlich ansprechen, desto eher kaufen die Firmen solche Produkte für euch ein. Ist eine gute Sache, mache ich auch nicht anders. Also ich informiere die Märkte hier im Kreis auch immer. Wenn ich was suche und die nicht sicher sind, ob sie das kriegen oder so, dann schicke ich denen das und sage, hey, bestellt das doch, das wird ein Hit. Und das hat sich ja bei der Super Mario Pizza gezeigt. Super Mario Pizza haben viele Märkte nicht bestellt und viele Märkte waren sehr, sehr überrascht, dass das Ding so durch die Decke gegangen ist. Das hätte man sich aber im Voraus denken können, wenn man sich so ein bisschen in die aktuelle Zeit reinsetzt. Videospiele gehen, ziehen immer. Super Mario ein Riesenthema und mit einer Pizza noch parallel. Und wenn ihr davon einfach mal 10 Kartons kaufst, das kostet ja Supermarkt nicht Geld, das wirst du ja los. Die müssen aber nur wissen, dass es das Produkt gibt. Und da ist meistens der Haken dran. Naja, ich sage jetzt danke fürs Foodschauen. Ich wünsche euch ein wunderschönes Wochenende. Falls ihr, okay, wir sind noch im März, aber ich wünsche euch schon mal einen wunderschönen April. Wenn ihr mit dabei sein wollt am, Moment, ich schaue einmal ganz kurz. Am 23. April, da bin ich auf der Süßwarenmesse in Köln. 23., 24., 25. Nur für Fachbesucher, da kommst du so als normaler Mensch gar nicht rein. Ich bekomme immer ein Presseticket, weil ich redaktionell ein bisschen was mache für die sozusagen. Ihr könnt auf Instagram dann schon mal reinschauen. Auf Instagram werde ich in diesen 3 Tagen schon drüber berichten vom 23. an. Und dann gibt es im Mai, Anfang Mai, die Food News von der Messe. Da kriegt er dann auch nochmal alles. Also, danke fürs Foodschauen. Ihr seht mich. Ihr seht mich in eins der nächsten Videos. Bis dahin. Ciao, euer Bob.